Heute beim elektrischen Reporter: kreative Maschinen, jüdische Kinder und programmierende Frauen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Kunst und Kultur unterscheiden den Menschen vom Tier und die Maschine vom Menschen, sollte man meinen. In Wirklichkeit ist die Definition von Kreativität eine sehr schwammige und grauzonige. Die Forschung an künstlicher Kreativität ist vielleicht ein Weg, den Kreativitätsbegriff zu konkretisieren, wie unser erster Beitrag zeigt. Die meisten Industrieroboter fristen ein eintöniges Dasein. Tag ein, Tag aus stehen sie in Werkhallen am Fließband herum und schweißen oder lackieren vor sich hin, nach dem immer gleichen Schema. Nicht so E. David aus Konstanz. Denn der Computergrafiker Oliver Deussen erkannte dessen künstlerisches Potenzial. Aus einem namenlosen Schweißroboter konstruierte Deussen den Malautomaten E. David. Dieser malt seitdem am liebsten in Acryl und er hat schon etliche Porträts angefertigt. Also mir gefällt an den Bildern, die unser Roboter malt, dass sie eben so ihre ganz eigene Anmutung haben. Die sind sicherlich noch nicht perfekt, aber sie sind eben unterscheidbar von menschlichen Bildern. Auf der anderen Seite verwenden sie ähnliche Vorgehensweisen und das ist eine ganz interessante Mischung. Künstliche Kreativität heißt das Forschungsgebiet, an dem Oliver Deussen und seine Kollegen arbeiten. Sie versuchen die Frage zu klären, ob Algorithmen, Computern und Robotern so etwas beibringen können wie menschliche Kreativität. Doch auch wenn E. Davids Bilder schon sehr beeindruckend aussehen, in seinen Entscheidungen ist er in einem Programm gefangen. Und das haben Menschen geschrieben. Das ist zu wenig für echte Kreativität, weiß auch sein Erbauer. Also ich glaube, einem Roboter oder einem Algorithmus fehlt heute, um wirklich künstlerisch kreativ zu sein, das Weltbild, was man braucht, um wirklich gute Bilder zu malen. Also wenn ich versuche, eine politische Situation oder Gefühle in Bilder umzusetzen, dann ist das mehr als nur die Auswahl der Farbe oder der Abgleich von irgendwelchen Helligkeitsprozessen. In ihrer Doktorarbeit hat sich die Psychologin Kara Kahl intensiv mit der Theorie der Kreativität beschäftigt. Ein sehr schwieriges Unterfangen, denn der Begriff ist noch nicht einmal innerhalb der Psychologie eindeutig definiert. Von Forschungsprojekten wie E. David verspricht sie sich deshalb keine Maschinen, die uns das Denken und Produzieren von Ideen abnehmen, sondern Selbsterkenntnis. Wenn wir künstliche Kreativität ermöglichen und vor allen Dingen beforschen, dann wird es uns auch helfen, die menschliche Kreativität besser zu verstehen. Und durch die Formalisierung, könnte man fast sagen, von dem Phänomen in einem Roboterkopf, ja, oder in einem Programm, hat man die Möglichkeit, dieses Phänomen besser, also sichtbarer, abzubilden und mit diesem Phänomen zu experimentieren. Und nicht zuletzt ist Kreativität auch ein soziales Konstrukt. Denn Kunst ist nicht nur von Menschen, sondern auch für Menschen gemacht. Das zeigt sich nirgendwo besser als in einem Museum. Man braucht auch so etwas wie den sozialen Kontext, also ein soziales Umfeld, das besteht aus anderen Menschen, die dazu berechtigt sind, könnte man sagen, die Produkte, die Artefakte, das Verhalten der kreativen oder der schaffenden Person anzugucken und zu beurteilen. Dass ein Roboter wie E. David hier einen Wettbewerbsnachteil hat, ist keine Überraschung. Deshalb hat Niklas Roy sein Dokumat 500 auch nicht für die Kunstwelt, sondern für die Heimanwendung konzipiert. Also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und da gab es natürlich immer irgendwelche Familienfeiern und ich habe immer die Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Und da hatte ich aber keine Lust drauf und dann habe ich mir gedacht, okay, da baue ich jetzt einen Roboter dafür. Die Arbeit, die gebe ich ab. Das lasse ich eine Maschine machen. Auf den ersten Blick nicht viel mehr als eine alte Videokamera auf einem klapprigen Stativ, bewegt sich der Dokumat vollkommen autonom und wählt entsprechend eines von Niklas geschriebenen Programms selbstständig seine Motive aus. Der Dokumat ist der erste Dokumentarfilmroboter der Welt. Und um als Dokumentarfilmroboter zu funktionieren, muss er von seinen zumeist menschlichen Motiven akzeptiert werden. Ich wollte, dass die Maschine von außen gesehen sich wie ein Charakter verhält, dass die einen Charakter entwickelt oder zumindest
einem das Gefühl gibt, dass man es da mit einem Wesen zu tun hat, mit einem vielleicht sogar halbwegs intelligenten Wesen. Am Gesichtsausdruck der Menschen, die der Dokumat 500 bereits aufgenommen hat, kann man erkennen, dass dieser Plan noch nicht völlig aufgegangen ist. Weder als Maler noch als Dokumentarfilmer werden Roboter bislang ernst genommen. Vor den Tüftlern an kreativen Maschinen liegt noch eine Menge Arbeit. Kommen wir nun von der Kreativität zur Kita, um ein besonderes Exemplar der Kinderaufbewahrungsorte. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Hanna Donat, ich bin 33 und ich lebe in Freiburg. Ich komme aus einer jüdischen Familie. Meine Geschwister wohnen überall verstreut. Und ich habe 2 Bücher geschrieben über Liebe und Sex. Und in meinem echten Leben bin ich Redakteurin. In meinem ersten Buch, Wem die Nacht gehört, geht es hauptsächlich um die Frage, wann werden wir eigentlich erwachsen? Ist es eigentlich Zeit, mit Anfang 30 mal sich zusammenzureißen und eine Familie zu gründen? Oder darf man immer noch die ganze Nacht durchfeiern? Im zweiten Buch, Alles auf Hochzeit, sind die gleichen Figuren, aber da geht es darum, woher weiß ich, ob ich diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, und zwar diesen Mann zu heiraten, ob das die richtige ist. Wie kann ich entscheiden, ob mein Leben so weitergehen soll oder nicht? Der Tweet ist eine wahre Geschichte, wie viele meiner Tweets, auch wenn mir das keiner glaubt. Meine Mutter hat in der Zeitung gelesen, dass eine jüdische Kindertagesstätte eröffnet in Freiburg und rief mich dann an und machte einen Scherz und sagte, oh Julia, ja super, jetzt kannst du ja mal loslegen, jetzt wird es ja Zeit für Kinder, jetzt kannst du sie quasi unterbringen. Mütter haben grundsätzlich 100 Arten zu sagen, ich will Enkelkinder, und meine Mutter hat dann damit quasi eine ihrer Arten zum Ausdruck gebracht. Also ich bin Anfang 30, die meisten meiner Freundinnen sind auch Anfang, Mitte 30 und die wenigsten haben Kinder. Wir treffen uns teilweise mit den alten Studienfreunden und es gibt mittlerweile ein Baby, das war's, von 12 Leuten. Alle im gleichen Alter. Ich denke, das hat sich heute geändert. Also heutzutage arbeiten wir nicht 40 Stunden die Woche, sondern 60. Und wir haben weder genug Geld noch genug Zeit, um Kinder in den Tagesablauf einzuplanen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir das immer weiter nach hinten verschieben. Hoffentlich nicht, bis es zu spät ist. Den perfekten Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, wir sind die Generation von denjenigen, die sagen, naja, passt schon, bald machen wir noch. Und das noch mit Anfang 40. Natürlich spielt der jüdische Glauben eine Rolle, und zwar in meinem Leben und im Leben meiner Familie. Wir sind jetzt nicht streng gläubig oder orthodox, aber wir feiern schon die Feiertage. Wir sind halt keine Christen, wir feiern kein Weihnachten, wenn das alle anderen tun, sondern Chanukka. Wir feiern kein Ostern, sondern wir feiern Pesach, und dann kommen wir auch alle zusammen. Und es ist auch schön, und das gehört dazu. Die Kinder meiner großen Schwester gehen auf eine jüdische Schule bzw. auf eine jüdische Kita. Und das ist auch etwas, was ich mir für meine Kinder wünschen würde. Das, was meine Mutter ja eigentlich mir sagen wollte, je nachdem, wann ich die Kinder dann bekomme. Aber dafür habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja erst 33. Eine Seltenheit sind nicht nur jüdische Kitas, sondern auch Frauen in der IT. Denn die Computerei ist eine ähnliche Männerwelt wie Bau, Bundeswehr oder Bohrinsel. Einige Frauen wollen das nun ändern, wie unser nächster Beitrag zeigt. Frauen, die in der IT-Branche arbeiten, haben es nicht leicht. Oft werden sie mit herablassenden Sprüchen konfrontiert oder schlicht nicht ernst genommen. Viele Frauen schrecken daher vor einem Berufseinstieg in die IT-Welt zurück. Andere lassen sich nicht entmutigen. Myra Laura Wedden will ihre eigenen Webtools für NGOs programmieren und hat dafür einen geschützten Rahmen gefunden. Ein Workshop der sogenannten Rails Girls, einer Non-Profit-Initiative, die Anfängerinnen den Einstieg in die Welt des Programmierens erleichtern will. Ich war letztes Wochenende auf einem Workshop, wo nur 5 von 70 Teilnehmern Frauen waren. Das war wirklich schwierig. Zum Beispiel hat mich ein Teilnehmer an der Bar angegraben und mich am Ende immer nur noch schöne Frau genannt, obwohl ich auch Ergebnisse vorgestellt habe und mein Team mit Auszeichnung beim Workshop gewonnen hat. In den vergangenen Jahren haben sich die ersten 9 Netzwerke von Frauen entwickelt. Trotz oder gerade wegen der widrigen Umstände im IT-Bereich. Frauen programmieren gemeinsam, sie hacken und sie gründen Start-ups. Es sind immer noch wenige.
Aber inzwischen organisiert die Community der Rails Girls regelmäßig Workshops. Auch Denise Philipp kam so zum Programmieren. Es waren halt Frauen da, die teilweise auf dem gleichen Level wie ich war, ziemlich neu am Anfang, aber halt dieses gleiche Interesse hatten und allerdings auch die gleichen Hindernisse und die gleichen Fragen und die gleichen Zweifel. Langsam wächst es, das neue Selbstverständnis der IT-Frauen. Trotzdem ist bislang nur jeder fünfte IT-Arbeitsplatz von einer Frau besetzt. Das will Jess Erickson ändern. Sie gründete die Berlingi Cats, ein Netzwerk von mittlerweile mehr als 500 technologieaffinen Unternehmerinnen. Gemeinsam mit Partnern wie Google und Facebook versuchen die GCATs, den Frauenanteil in der IT zu erhöhen. Personalchefs oder Leiter müssen dem wirklich Priorität geben. Und wenn sie nicht die Frauen finden, die solche Qualifikationen haben, sollten sie sich vielleicht darauf konzentrieren, sie zu schulen oder ihnen einen Mentor an die Seite stellen, damit sie auf dieses Niveau kommen. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass Firmen innerhalb ihrer Strukturen Frauen besonders fördern. Je mehr Frauen sie in Führungspositionen haben, desto attraktiver wird es auch für junge Frauen, dort zu arbeiten. Das bringt am meisten für die Anwerbung. Die Partnerfirmen der GCATs handeln nicht nur selbstlos. Unternehmen wie Facebook, deren Angebot zu 60% von Frauen genutzt wird, wissen längst, dass sie auch mehr Frauen in ihren Entwicklerteams brauchen. Und die stellen dort keineswegs nur Produkte für Frauen her. Ihre Perspektiven fließen in die gesamte Produktentwicklung ein. Ich glaube einfach, dass wir eine größere Vielfalt bei der Gestaltung von Inhalten brauchen, dass es da ein größeres Gleichgewicht geben muss. Gerade entwickeln definitiv Männer die Online-Produkte für die gesamte Bevölkerung. Ich glaube, dass Unternehmen viel erfolgreicher sein werden, wenn sie mehr Input von Frauen in der Produktentwicklung und im Management bekommen. Wollen Frauen nicht nur Zuschauerinnen sein, sondern Mitgestalterinnen der digitalen Revolution, können sie es sich schlicht nicht leisten, die IT-Welt den Männern zu überlassen. Alles, was wir heute kennen, jeder Offline-Dienst, den wir nutzen, wird langsam aber sicher online gehen. Diese gewaltige Verschiebung findet gerade statt. Ich glaube, dass es zwingend erforderlich ist, dass Frauen ganz vorne an der Spitze dieser Veränderung mit dabei sind. Ob sie nun digitale Dienste gründen oder den Code dafür programmieren. Das ist die Zukunft. Wenn wir da nicht an Bord gehen, werden wir alle ganz schön untergehen. Den Frauen in der IT geht es nicht um eine Sonderbehandlung, sondern um eine eigentlich selbstverständliche Teilhabe. Aber schon in anderen Gesellschaftsbereichen hat man gesehen, von Männern dominierte Strukturen sind nur sehr schwer zu verändern, wenn überhaupt. Die Frau ist da, damit der Mann durch sie klug werde. Karl Kraus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.